Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei unseren Briten und vor allem die dritte Armee hier im Norden ist in starke Bedrängnis geraten. 5 Divisionen sind hier tatsächlich gekesselt worden und wir versuchen gerade hier in einem Gegenangriff diesen Kessel wieder aufzubrechen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz aufwenden in diese Aktion, denn das steht hier wirklich spitz auf Knopf, diese ganze Sache. Ich würde sagen, also es ist so. Die sind gekesselt, die kriegen keinen Nachschub mehr. Das heißt, deren Organisation wird jetzt komplett fallen. Es ist Unsinn, glaube ich, hier zu versuchen, diesen Kampf noch auf uns zu nehmen. Wir werden jetzt erstmal gar nichts tun und komplett hier stehen bleiben. Vielleicht haben wir Glück und obwohl, die Armee marschiert dorthin. Das heißt, wir werden vermutlich kein Glück haben. Ich hatte gehofft, dass wir möglicherweise hier gen Norden zu unseren Freunden ausbrechen können. Aber das wird so nicht funktionieren. Nun gut, hier haben wir kampffähige Einheiten. Diese Aktion werde ich auch erstmal abblasen. Wir werden, glaube ich, von hier aus dort mit reinmarschieren. Dann greifen wir von beiden Seiten an den. Und das wäre schon mal wichtig. Wir werden hier nachziehen. Wir werden hier komplett nachziehen. Wir müssen aber natürlich auch aufpassen, dass wir unsere eigene Versorgungslinie jetzt nicht hier hinten nochmal in Gefahr bringen und hier nochmal gekesselt werden. Ich werde versuchen, trotzdem eine Marines-Division hier weiter runterzuziehen, während ihr dann direkt hier mit reinmarschiert. So, das wird sehr, sehr heikel. Jetzt haben wir hier erstmal die wichtigsten Befehle gegeben. Wir müssen uns aber auch um diesen Frontabschnitt kümmern. Hier sind die Panzer im Anmarsch. Das ist soweit in Ordnung. Hier marschieren 3 Divisionen durch. Dann kannst du auch weiter marschieren. Machst du schon. Du stehst hier. Marschier auch mal weiter. Dann haben wir da mehr von euch. Okay, was ich dann noch machen werde, ich werde mir hier mal 5 Divisionen schnappen. 5 Infanteriedivisionen sind hier mit dabei. Jawohl, genau. Und den werde ich einfach mal einen Frontbefehl, eine Frontlinie zuweisen, dass die, falls es hier einen Vormarsch gibt, automatisch mit nachrücken. Die wollen wir in unsere Offensive nicht mit hinzuziehen. Die Australier sind da, die brauchen wir im Moment nicht. Die schicken wir mal ins Hinterland. Das dort hinten ist eine andere Versorgungszone. Wir können die Sache allerdings noch ein bisschen erleichtern, indem wir uns einfach Militärzugang holen von Lettland, den wir automatisch bekommen, weil wir den gleichen Gegner haben, und hier von Litauen. Und wenn das passiert, dann kriegen wir nämlich die Versorgung über Land und dann ist das nicht begrenzt durch den Hafen in Leningrad. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Entlastung. Was gerade schwierig, zusätzlich schwierig ist, dass hier auch noch keine Lufthoheit da ist, sondern der Gegner Lufthoheit hat. Wir lassen mal eine Stunde laufen, dann sehen wir das besser. Genau, wir sehen es hier. So sieht der Stand der Dinge aus. Der Gegner auch eine deutlich bessere Missionseffizienz. Hat aber sicher was auch mit der Nacht zu tun. So, jetzt müssen wir vor allem hier auf diese Situation Acht geben. Vielleicht gibt es ja Hilfe hier aus dem Norden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Also die beiden marschieren dort rein. Ich mache es jetzt sehr, sehr langsam, weil das jetzt wirklich Feintuning bedarf. Meines Erachtens, was jetzt hier gleich passiert. So, die verlieren jetzt nach und nach immer weiter Orga. Er wird hier angegriffen, er wird dann irgendwo in diese Richtung fliehen, das ist in Ordnung. Das bringt uns aber Zeit immerhin. Also ich werde sie, es ist glaube ich jetzt falsch, die alle auf einen Bereich zusammenzuziehen, weil dann genügt es nur ein Angriff und sie sind überrannt. So haben wir immer noch ein bisschen Zeit, Marschzeit für unsere Armee, für die sowjetische Armee, die da noch mit hinzukommt. Da, dieser Kampf wird entscheidend. Bin mir nicht sicher, ob wir ihn gewinnen können. So, wir kriegen jetzt erstmal die Durchmarscherlaubnis. Das können wir uns direkt mal angucken, wie das jetzt aussieht mit der Versorgung. Ja, perfekt. Die Versorgung ist hier wunderbar gesichert. 63 von 67, sie kommt direkt jetzt über Land. Wunderbar, so soll es sein. Hier attackieren wir, womit eigentlich? Mit Panzer und Infanterie. Der Gegner scheint hier noch nicht in Stellung gekommen zu sein. Das heißt, wir werden das kriegen, kesseln, können dann später zuschlagen. Wunderbar. Die Panzer erholen sich langsam, beziehungsweise bekommen langsam Gerät. Ja, aber das nutzt uns hier noch nichts. Hier müssen wir auf den Angriff hier warten. Hier oben. Ihr marschiert jetzt, das ist gut. Ihr verschiebt euch. Okay, alles klar. Hier scheint ein erfolgreicher Angriff zu laufen von Mexikanern. Wird knapp, aber okay. Und die marschieren jetzt hier durch. Und das ist vielleicht unsere Chance, dass wir hier ausbrechen können, dass wir hier uns verbinden können und dann die Versorgung hinkriegen. Das wäre wirklich jetzt großartig. Schauen wir mal, bis hier die Schlacht beginnt. So, jetzt beginnt sie schon. Im Moment 2 gegen 2. Der Verteidiger steht aber hier mit 907 Verteidigung. Das ist ja unglaublich. Naja,
Okay, wir müssen warten, bis der da weg ist. Vielleicht, wir bringen ihn schon mal hier rüber. Das, also wir haben ein zweites Problem. Wenn die Orga auf Null ist, fällt mir gerade ein, so ist das, glaube ich, dann ist es gar nicht mehr möglich, in Feindesgebiet zu marschieren. Dann ist sowieso eine Bewegung dieser Armeen nicht mehr möglich. Es wäre jetzt schön, wenn wir sie über die Luft versorgen könnten. Aber auch das ist vermutlich nicht möglich, weil ich glaube, der Flugplatz reicht dort nicht. Wir können es mal probieren, dass wir unsere Transportflugzeuge, die sich hier irgendwo befinden müssen, 43, dass wir die hier mal rüberbringen. Machen wir da noch Einsätze, sehe ich gerade. Das ist ja doof. Die bringen wir mal hier hin. Vielleicht ist das ja noch in Reichweite. Ich glaube es aber nicht. Aber wir müssen jetzt mal zurückkehren. Diese Einsätze, die müssen natürlich unterbrochen werden. Was soll der Quatsch? Können wir das... Nee, warte mal. Das machen wir noch anders. So. Nee. Werden wir hier halten. Alles. Einsätze abbrechen. Okay. So, jetzt aber zurück zum entscheidenden Schauplatz hier oben, wobei wir hier die Umkesselung gemacht haben. Aber ich würde sagen, dann ist der Moment für den Angriff hier nun endlich auch gekommen. Drei Divisionen werden hier durchstarten. Eine hier. Und dann sehen wir weiter. Und ihr werdet das hier noch unterstützen. Okay. Gut, zurück hier auf diesen Schauplatz. Na, mal sehen. Wenn der weg ist, vielleicht haben wir noch Orga und können fliehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du bist erstmal dorthin gekommen. Du kannst zumindest hier noch einen Unterstützungsangriff machen. Ich will dich da aber nicht wegziehen. Das wäre ganz fatal. Du kannst aber dann kommen. Das wäre dann schon mal eine Hilfe. So, wie sieht's aus? Gar nicht so übel. Zwei Divisionen, die hier noch in Reserve sind. Allerdings der Gegner bringt auch Truppen in Reserve. Wir dürfen uns aber hier jetzt auch nicht kesseln. Oh, jetzt haben wir hier gerade ein Problem verursacht. Hier kommt Verstärkung der Franzosen, aber hier bewegen sich die Sowjets. Das ist natürlich schlecht. Wie machen wir das denn jetzt? Weil unsere Marines, ich bin mir nicht sicher, ob die das verteidigen können. Obwohl, die sind gleich da und er muss über den Fluss. Ich hoffe, dass das gelingt. Ich hoffe es. Hier sind wir jetzt schon ins Hintertreffen geraten. Da scheinen wir nicht durchzukommen. Der Gegner hat dann auch den Geländebonus. Okay, und wir, unsere Orga ist hier so schlecht, dass wir vermutlich gar nicht mehr auf feindliches Terrain gehen können. Wobei, es genügt, wenn der kommt. Und schaut mal, hier sind doch schon unsere Freunde. Es ist doch nicht mehr weit. Ihr müsst dort nur durchbrechen. Oh mein Gott. Was ist hier unten passiert? Gehen wir zurück. Da läuft der Angriff erfolgreich. Okay, soweit gut. Das wird vermutlich bald scheitern. So, der ist jetzt da. Der ist weg. Okay. Wow, Leute, wir können uns vielleicht doch bewegen. Und wenn die sich dorthin bewegen, dann können die anderen vielleicht auch noch nachziehen, indem sie strategisch sich bewegen. Das klappt, das wäre großartig. Aber wer weiß, ob das klappt. Wie ist es hier? Könnt ihr verteidigen über den Fluss hinweg? Gott sei Dank. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. 620, obwohl es nur die Marines sind, scheint zu funktionieren. Okay, dann können wir hier weiter marschieren. Ihr helft dort. Wir sind immer noch bei 45. Eine Reserve kann hier noch reingehen. Wenn irgendwas rausgeht. Weil die Gefechtsbereite ist ja nur 120. Aber, nee, doch nicht. Wir werden hier noch nicht attackiert. Das ist unser großes Glück. Es ist sehr knapp. Es ist wirklich knapp. Schaffen wir es, Leute. Okay, das ist jetzt ein Problem. Die Division macht jetzt hier zu. Und wenn es hier zum Gefecht kommt, ist das der sofortige Rückzug. Und dann haben wir keine Chance. Auch hier greifen die Sowjets an. Auch das wird schwierig werden. Ja, okay, das ist es. Aber hier, 89. Wie kommt das denn? Weil der Gegner noch gar nicht kampfbereit ist. Und wir haben aber auch minimalste Organisation. Ich, keine Ahnung. Tatsächlich, wir konnten ihn noch... Oh mein Gott, die 15. schottische Infanteriedivision konnte doch mit letzter Kraft diesen Gegner schlagen. Wer hätte das gedacht? Hier ist eine Division zurückgeschlagen worden. Und hier kämpft nur noch eine. Zwei Divisionen sind schon zurückgeschlagen worden. Das heißt, ach, das ist die Unterstützungsdivision, die noch kämpft. Ja, das ist ein Problem, weil die geht natürlich jetzt nicht rein. Oder das dauert, ehe die dort in den Kampf reinkommt. So, hier ist Verstärkung gekommen, die auch marschiert. Vielleicht wagen wir es mal, hier komplett nochmal einen Ringel reinzumachen und auch hier nochmal reinzugehen. Dann könntest ihr zumindest später da nochmal richtig attackieren. Müssen wir mal gucken. Oder es ist schneller möglicherweise, ja, es ist schneller so zu gehen. Dann machen wir das auf jeden Fall so. Okay, kommen wir hier rein. Kommen wir dort rein, Leute.
Das wäre der Hammer. Im Moment sehe ich keine sowjetische Einheit, die dort nachsetzt. Hier, verdammt, die setzen nach. Oh mein Gott. Und die sind nicht kampffähig. Wenn es um Kampf wird, kommt, dann werden sie fliehen. So, hier scheinen wir uns nach und nach aufzureiben. Beide Divisionen sind dort. Die eine wird jetzt zurückstecken. Und das war's. Das war's. Dieser Kampf ist nicht zu gewinnen. Auch wenn der Gegner Organisation 5,5 hat. Wir haben 0,5 und damit sind wir ins Hintertreffen geraten. Und damit war's das. Wir können jetzt nicht mehr entgegen russisches Gelände marschieren. Die Frage ist, ja gut, wir bewegen uns nochmal hier hin. Aber ich würde sagen, hier bleiben wir nochmal stehen, um einfach hier vielleicht noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. So, hier kommt noch eine frische Division rein. Wichtig ist, dass wir hier hinten nicht ins Hintertreffen gekommen sind. Nicht, dass wir hier nochmal vom Nachschub abgeschnitten werden. Die müssen sich jetzt erstmal erholen. Die können jetzt leider nichts tun. Können die Brasilianer nicht nach vorne gehen? Oder wer hier noch kämpft? Die Schweden oder so? Könnt ihr nicht diese beiden Provinzen erobern? Es sind fünf englische Divisionen, britische Divisionen, die hier auf dem Spiel stehen. Das müssen doch unsere Verbündeten mitbekommen. Okay, im Moment ist hier nichts zu machen. Jetzt können wir nochmal einen neuen Angriff starten. Ist das sinnvoll, Einzelaktionen hier zu starten? Oder sollten wir lieber koordinierte Angriffe machen? Jetzt, nee, ich hatte schon gedacht, dass die Sowjets jetzt hier den Kessel zumachen. Tun sie aber noch nicht. Warten wir lieber, bis die sich erholt haben. Dann könnte es allerdings auch zu spät sein. Wir lassen die eine Division sich nochmal abkämpfen. Währenddessen erholen sich die anderen vier. Das ist vielleicht die richtige Strategie. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Es sind zwei angeschlagene Divisionen auf der anderen Seite. Aber natürlich werden wir jetzt hier auch massiv zurückgeschlagen. Ja, das war's. Jetzt werden noch Panzer nachgezogen. Leute, die Sowjets verstärken jetzt hier diesen Kessel von ihrer Seite so massiv, unglaublich. Wir werden uns mal kurz hier dieser Front zuwenden. Vielleicht ist das ein bisschen erfreulicher, was hier passiert. Wir werden definitiv diese vier Divisionen hier rüberziehen und versuchen mit drei Panzerdivisionen hier reinzugehen und ansonsten mit den Vieren direkt hier durchzulaufen. Mal gucken, ob das erfolgversprechender ist. Müssen wir bloß ein bisschen darauf achten, was die Panzer hier reißen. Ah, der Gegner ist gut eingegraben. Aber die Panzer haben auch eine gewisse Durchschlagkraft. Bin mir nicht sicher, ob sie das schaffen. Wir haben es einmal schon gesehen, dass es nichts geworden ist. So, wir haben fünf Divisionen, die nur teilweise einsatzfähig sind. Und ich sehe, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig, ob wir das schaffen könnten. Was ist denn hier los? Hier ist eine Lücke. Hier ist eine Lücke und die Sowjets laufen in diese Lücke hinein. Was ist denn hier passiert? Aha, ihr kommt gleich. Alles klar. Und hier kommt Verstärkung. Nee, das ist okay. Dann werdet ihr das wieder abhalten, aufhalten können. Okay. Also unsere Versorgung der restlichen dritten Armee, die läuft. So, hier. Die verstärken hier ohne Ende die Front dort oben. Unglaublich. Ich meinte, das kann sich so schnell ändern. Ich meinte, wenn wir einfach hier das kriegen würden, dann würden wir jetzt hier gewissermaßen sie abschneiden. Aber das ist illusorisch. Das Problem ist, sie rücken jetzt in unsere Richtung hier auf. Und das wird dann übel. Tja, Leute, verteilen wir uns jetzt? Wie machen wir das jetzt? Können wir sie noch davon abhalten, das zu tun? Wir könnten natürlich jetzt hier noch einen Angriff starten, aber dann verpulvern wir unsere Power. Aber bringt die Power überhaupt noch was? Ich greife jetzt mal an hier. Wir halten sie damit ein bisschen auf. Die zwei Divisionen können dann dadurch nicht hierhin marschieren. Und ja, aber da gewinnen wir ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so viel. Immerhin, unsere Panzer machen ihre Sache hier besser. Die scheinen vorrücken zu können und damit können wir zumindest die Front dort verbinden. Und hier halten wir die Stellung. Das ist immerhin etwas. Also nicht noch so eine Katastrophe. So. Eine Division, die schon einigermaßen einsatzfähig ist. Was machen wir mit der? Warten wir noch ein bisschen? Gehen wir damit rein? Hier, ich meine, eine Chance hat sie nicht gegen drei, vier gegnerische Divisionen, das ist klar. Und das Ganze bringt auch nichts. Wir brechen das ab. Hilft nichts.
Die marschieren. Hier werden wir schon geschlagen. Oh Leute, ich sehe das Ende der... Ich sehe das Ende von 5 Divisionen bevor. Es ist meines Erachtens hier kein Reinkommen mehr. Ich weiß nicht, wie wir die noch retten können. Eine schwarze Stunde. Muss man mal so sagen. Nee, das bringt jetzt nichts. Die ziehen durch. Die ziehen dorthin. Gucken wir mal, machen einen kleinen Testangriff, wie jetzt hier. Wir haben 3 relativ angeschlagene Divisionen. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kommen hier die Angriffe. Die können jetzt auch nichts mehr leisten. Nee. Das bringt nichts. Die machen jetzt den Sack zu, Leute. Wir sehen jetzt gleich 100.000 Mann sterben oder in die Kriegsgefangenschaft gehen. Da ist es. Da kommen die Angriffe. Ja, Leute, was für ein schicksalhafter Moment. Die letzte Flucht und wir können nicht helfen. Wir können natürlich hier noch reinlaufen, aber das nützt an dieser Stelle auch nicht mehr viel, weil wir einfach hier nicht mehr hinkommen. Und das heißt, wir haben uns hier wirklich übernommen, überdehnt. Wir haben unsere Kräfte überschätzt, den Gegner unterschätzt. Und das ist natürlich bitter. Das ist sehr bitter. So. Immerhin, hier kommen wir tatsächlich voran, so wie es aussieht. Wir ziehen hier die Infanterie mal nach, dass sie dort die Stellung hält. Und ich würde sagen, die Panzer haben sich hier, obwohl es Wald ist, ganz gut geschlagen. Deswegen rücken wir hier weiter vor. Ist vermutlich mit hohen Verlusten hier der Panzerkräfte verbunden, aber wir kommen weiter. Immerhin das, wir kommen weiter. Gut, die Infanteriedivision rücken hier nach. Okay. Alles klar, das sind die Reste dieser 5 Divisionen, die werden jetzt gleich überrannt werden, da haben wir es. Da ist der Moment gekommen. Da ist der Moment gekommen. 100.000 Mann. Wow, Wahnsinn. Gut, nicht gut, aber es ist Krieg, sowas passiert. Wir müssen jetzt das Beste draus machen und das heißt am Ende eigentlich nur... Hier, ihr könnt das eigentlich abbrechen, das bringt jetzt nichts. Das Beste daraus machen heißt meines Erachtens, jetzt hier irgendwie die Stellung halten. In diesen Positionen, wie wir sie hier sehen. Mehr können wir nicht tun. Wir können hier ein bisschen auf Nachschub hoffen und warten, auf Unterstützung. Und können im Falle eines Falles hier vielleicht noch helfen, wenn diese Front hier durchdrückt mit deutlich mehr Divisionen, die sie zur Verfügung haben. Vielleicht gelingt es uns mit den Panzern, hier einen kleinen Kessel zu bilden. Das wäre zumindest ein kleiner Erfolg. Hier rücken 4 Divisionen vor, das ist hervorragend. Da können wir tatsächlich was erreichen. Eine Infanteriedivision rückt nach. Wir lassen eine oder 2 stehen und ziehen hier direkt weiter. Ne, eine lassen wir stehen. So soll es sein. Da können wir wahrscheinlich sogar durchmarschieren, wie es aussieht. Die Panzer sind tatsächlich auch durchgekommen, hervorragend. Und wir haben eine Forschung abgeschlossen und das ist endlich ein moderner Marinebomber für unsere Träger, den wir hier erforscht haben. Sehr schön. Und woran arbeiten wir weiter? Das ist okay, das ist okay. Strategische Bomber brauchen wir im Moment nicht. Ich denke, wir können hier erstmal zufrieden sein. Wie sieht es überhaupt aus mit der Forschung? Was machen wir im Moment? Gut, das lassen wir. Wir werden dementsprechend bei den Panzerkräften weitermachen und hier den Avenger hatten wir hier. Wir könnten den Sexton erforschen, das würde uns stärken. Oder bei den Unterstützungskompanien, die wir auch überall drin haben, das wäre auch vielleicht nicht schlecht. Ja, werden wir die Pioniere nochmal vorantreiben. Okay, veraltete Ausrüstung, in der Tat, wir müssen jetzt hier ein bisschen was ändern. Und zwar haben wir hier diesen Träger Marinebombe, da hatten wir noch dieses alte Teil hier, den Shark. Und wir wollen diesen hier haben und brauchen natürlich jetzt ein bisschen mehr davon. Ich würde sagen, Luftnahunterstützung ist jetzt vielleicht nicht so nötig. Disponieren wir ein bisschen um. Okay, hier zieht sich alles zurück. Hier brauchen wir uns nicht drum kümmern. Hier müssen wir schauen. Ich denke, wir sollten versuchen, gleich weiter zu drücken. Das Problem ist... Kann der von dort
eigentlich reinziehen? Kann der... Bin ich ganz sicher. Lass uns hier mal weiterziehen. Das klappt schon. Das klappt schon. Im Zweifel müssen wir von den dreien hier einen abziehen, um dort die Sicherung zu gewährleisten. Okay. So, vielleicht kriegen wir hier noch ein kleines Erfolgserlebnis. Ist das der Kessel oder wird das wieder über... Ah, hier haben wir was überrannt. Sehr schön. Oder wird das wieder über den See versorgt, wie wir es schon mal gesehen haben? Ich weiß es nicht. Möglich ist es. Möglich ist es. So, hier ziehen wir mal mit einer Division weiter. Die sichert das ab. Die Panzer rücken vor. Ja. Und müssen sich hier verteidigen, können das aber ganz gut machen, weil der Gegner hier über den Fluss angreifen muss und schon geschwächt ist. Also ein Kessel ist es definitiv noch nicht. Die Frage ist, ob wir ihn erreichen, wenn wir hier noch hinziehen. Ob wir ihn gar nicht erreichen, ich weiß es nicht genau. Wir können auch die Front ein bisschen verkürzen. Das ist vielleicht sogar nicht schlecht, wenn wir das folgendermaßen machen. Wir ziehen hier wieder zurück, damit wir hier mehr Divisionen zur Verfügung haben. Du ziehst geradeaus, das ist okay. Und du ziehst hier hin. Dann haben wir das, glaube ich, solide gemacht. Versuchen wir es mal auf dem Weg. So, auf jeden Fall kommen die hier nicht raus. Und das heißt eigentlich, dass das jetzt bald unser ist hier. Die Panzer ziehen nochmal weiter. In der Hoffnung, dass dann vielleicht sich ein Kessel gebildet hat. Und jetzt hätten sie bis jetzt noch durchgehalten. Einige Tage länger. Dann hätten wir mit den Panzern tatsächlich unsere eigenen Truppen retten können. Aber das ist nicht erfolgt. Das ist nicht erfolgt. So, aber der Gegner drückt hier sehr schön nach. Also, ich meinte, man kann es vielleicht so interpretieren. Diese heftigen Gefechte hier haben dazu geführt, dass scheinbar hier der Widerstand, die Verteidigungsfrontlinie des Gegners stark ausgedünnt wurde. Und das ermöglicht uns jetzt hier zumindest die Vereinigung dieser Fronten und einen stärkeren Vormarsch jetzt hier bald in diese Richtung. Hier geht es auch sehr, sehr langsam voran, muss man mal sagen. Es geht voran, aber wirklich langsam. Stalingrad ist noch immer nicht erreicht. Noch nicht mal Moskau in Sichtweite. Tula, Kaluga und so weiter liegt alles noch. Rzhev, alles noch nicht erobert. Also, wow. Dieser Kampf ist heftig. Und ich muss jetzt mal sagen, abgesehen davon, dass das jetzt hier für uns unglücklich gelaufen ist, so auf dieser Ebene, so macht Hearts of Iron Spaß. Deswegen nutze ich auch keine Schlachtpläne, deswegen mag ich das Steuern der einzelnen Truppen und deswegen nutze ich auch nicht die Kampfboni der Schlachtpläne, weil dann eben solche Situationen wirklich gefährlich sind und man wirklich aufpassen muss, dass man keine falschen Entscheidungen trifft, so wie wir es hier getan haben, so wie wir uns hier eindeutig überdehnt haben, viel zu weit die Front aufgezogen haben für die wenigen Divisionen, die wir zur Verfügung hatten. Das ist Lehrgeld. Gut. Also wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.